Melden Sie subversive Personen umgehend im nächsten Parteibüro. Ist der Platz frei? Ich hätte gern meine Ruhe. Sie sind in Paris, mein Freund. In dieser Stadt trinkt niemand allein. Also, was feiern wir? Gar nichts. Aber wenn Sie ein paar aufs Maul wollen, helfe ich Ihnen gern weiter. Ich hätte mir denken können, dass Sie in Selbstmitleid zerfließen. Aus gutem Grund, nehme ich an. Was geht Sie das an? Denken Sie, Sie sind der einzige Mann Ihrer, der sein schlechtes Gewissen ertränken will? In dieser Stadt wimmelt es von Leuten wie uns und wir haben alle gute Gründe. Ich habe Sie in den letzten Wochen beobachtet. Es ist offensichtlich, dass Sie die Deutschen hassen. Die Frage ist, wie viele Menschen diesen Bestien in Kampfstiefeln noch zum Opfer fallen, während Sie hier herumjammern? Sie würden mir auf der Stelle diese Flasche überziehen, aber wenn es darum geht, diesen Leuten zu helfen, rühren Sie keinen Finger? Das ist nicht mein Land. Oh, haben Sie Ihr Gewissen an der Grenze abgegeben? Endet die Gerechtigkeit an einer Linie auf einer Karte? Ja, wenn es eine Karte von Irland ist. Ihr Franzosen habt völlig falsche Vorstellungen. Öffnen Sie die Augen! Der Krieg ist überall! Es gibt kein Entkommen! Sie können sich hier verkriechen und den Krieg mutigeren Männern überlassen. Oder Sie gehen jetzt durch diese Tür und tun, was zu tun ist. Sie haben die Wahl! Nicht so laut. Was Sie da reden, könnte uns beiden eine Kugel im Kopf einbringen. Ich habe nicht vor, nur zu reden. Gleich um die Ecke ist ein Innenhof. Dort finden Sie mich, wenn Sie nicht mehr davonlaufen wollen. Paradies. Sie scheinen ein Mann zu sein, der lieber aufrecht sterben würde, als sich knechten zu lassen, hä? Mir wär's lieber, die Crowds würden krepieren. Ausgezeichnet. Am Ende der Straße ist ein deutsches Treibstofflager. 5000 Fässer Diesel, bewacht von einer Handvoll betrunkener Schwachköpfe. Klingt nach einer brandgefährlichen Sache. Sie sprechen mir aus der Seele. Wir brauchen etwas, um das Feuerwerk zu zünden. Ich weiß, wo wir alles bekommen, was wir brauchen. Aber zuerst, sind Sie bereit, wenn nötig, jemanden zu töten?
Wenn Sie mich fragen, stehen diese Bastarde schon mit einem Bein in der Hölle. Ich roll nur den roten Teppich aus. Das da ist mein Auto. Ich fahre. Wir müssen uns beeilen. Wo müssen wir hin? Ich habe in der Nähe ein deutsches Nachschublager entdeckt. Wir haben sicher nichts dagegen, wenn wir uns ein paar Dinge borgen. Hatten Sie schon mal mit Sprengstoff zu tun? Ich hatte mal mit einer Bombenfrau zu tun, aber die war leider verheiratet. Das hier ist kein Spiel. Okay, regen Sie sich ab. Ich weiß, was ich tue. Dachte ich mir fast. Merd, sehen Sie sich das an. Überall Deutsche. Diese Bastarde befallen diese wunderbare Stadt wie Kakerlaken. Wen scheint es hier zu gefallen? Es wird Zeit, dass wir ihnen zeigen, was Gastfreundschaft ist. Das Lager ist am Ende dieser Gasse. Gehen wir. Sehen Sie sich diese rückgratlosen Hunde an. Ich ertrage das nicht mehr. Wow, langsam, Mann. Holen wir uns einfach, weshalb wir hier sind. Es beste Vorrede, Merde! Scheiße, und los. Was zum Teufel sollte das alles? Nicht jetzt. Gehen wir. Die Kisten sind da oben, aber wir müssen vorsichtig sein. Das Lager ist Sperrgebiet. Oh ja, etwa so vorsichtig wie vorhin in der Gasse? Ich habe die Beherrschung verloren. Passiert nicht nochmal. Das will ich hoffen. Ich habe meine warme Bar nicht verlassen, um mir den Kopf wegschießen zu lassen. Wenn Sie uns in der Nähe der Kisten sehen, schlagen die Deutschen sofort Alarm. Dann müssen wir eben erst den Wachposten erledigen. Ja, ich denke, Sie können an dem Gebäude problemlos nach oben klettern. Werfen Sie diesen deutschen Uhrensohn einfach vom Dach. Ich rücke einstweilen am Boden vor. Kriegen Sie das hin? Können Hunde bellen? Ich fürchte, ich verstehe nicht. Das heißt ja. Die Typen, die bringen mich nicht in Schwitzen. Nimm das! Helfen Sie mir, Ihre! Wir dürfen nicht zulassen, dass Sie Alarm schlagen. Sehen wir nach, welche Gastgeschenke die Deutschen mitgebracht haben. Brechen wir die Kisten auf. Dieser Sprengstoff ist perfekt, aber halten Sie mindestens eine Ladung für das Benzinlager zurück. Zurück zum Auto. Sie sich ihre. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Die meisten Männer wären jetzt ziemlich nervös. Sagen Sie, mein Freund, was haben Sie in Irland gemacht, bevor Sie in mein Land kamen? Ich war Mechaniker.
Aber ich wüsste nicht, was sie das angeht. Mechaniker, hä? Der Widerstand könnte einen guten Mechaniker brauchen. Ich wusste gar nicht, dass es in Paris einen Widerstand gibt. Das ändert sich gerade. Nach heute Nacht haben die Deutschen einen neuen Feind. Das Depot ist gleich davon. Wir müssen sie ablenken, um durch das Tor zu kommen. Die Deutschen haben Befehl, Schüssen oder Explosionen sofort nachzugehen. Nutzen Sie das zu Ihrem Vorteil. 10 Pfund Sprengstoff in diesem Laster müssten eigentlich reichen. Ja, klingt gut. Klettern Sie zuerst auf das Gebäude dort. Wenn Sie auf dem Dach sind, ziehen Sie den Kopf ein und warten Sie, bis der Laster explodiert. Danach überqueren Sie an dieser Telefonleitung die Straße und dringen in das Depot ein. Solange die Soldaten abgelenkt sind, haben Sie Zeit, am Primärtank einen Sprengsatz anzubringen. Wir treffen uns am Tor, wenn es erledigt ist. Passen Sie auf sich auf, Ihre. Ein Stichwort. Nicht sie weg. Wir haben es geschafft. Heute Nacht haben wir die Geschichte verändert, mein Freund. Wir haben gerade mal eine Tankstelle gesprengt. Aber ich muss zugeben, der Feuerball sah ziemlich gut aus. Sie irren sich, Ihre. Es hat sich etwas geändert. Es liegt in der Luft. Spüren Sie es nicht? Jetzt, wo Sie es sagen. Das war erst der Anfang. Wir werden die Dunkelheit lichten. Der Stadt die Furcht nehmen. Aus für aus. Straße. Ruhen Sie sich aus, mein Freund. Wir haben in den nächsten Tagen viel zu tun. Oh, alles klar. Wenn Sie damit eine süße Brünette und ein Glas Whisky meinen. Genießen Sie Ihre Belohnung, Ihre. Sie haben sie verdient. Ich schulde Ihnen einen Drink. Les autres filles, je les aime bien, mais...
Je ne leur fais pas confiance. Mist! Was ist denn los, Mann? Was zum Enker machst du da? Wonach sieht's denn aus? Der Aurora ist jetzt mein Baby schon. Und kein anderer darf es begrapschen. Oh, verdammte Scheiße, Jules! Du bist jetzt ein Fahrer. Willst du auf der Strecke respektiert werden? Dann hör auf, wie ein Mechaniker zu denken. Soll ich etwa auch rumstolzieren wie diese reichen Schnösel? Nein, danke, Bruder. Veronique! Morgen, Schatz. Ich bin wegen des Rennens hier. Vittore hat mich gebeten, Fotos zu machen. Konnte das nicht warten, bis ich mich ein bisschen zurechtgemacht habe? So viel Zeit hat niemand. Meine Schwester hat den ganzen Charme abgekriegt. Und das Hirn. Das reicht jetzt. Wir müssen ein Rennen gewinnen. Ihr habt zu arbeiten, Jungs. Beide. Alles klar, Boss. Fahrt den Aurora auf den Hänger. Ich will bei Sonnenuntergang an der Grenze sein. Kannst losgehen? Der Laster ist beladen und abfahrbereit. Und der Aurora? Ist fester verschnürt als ein Nonnenhintern. Gut. Veronique und ich fahren vor. Ihr nehmt den Laster und fahrt nach Osten zur deutschen Grenze. Von dort geht's geradewegs nach Saarbrücken. Ich hab die Stelle auf der Karte markiert. Stärke ein, Sean. Wir kommen sonst zu spät zum Rennen. Ja, ja. Ich sag dir, mein Freund, nach dem morgigen Tag bist du berühmt. Ich stehe an deiner Seite und sonne mich in deinem Erfolg. Und woran genau denkst du dabei? An Frauen. Deutsche Frauen sind ganz Eis auf Rennfahrt. Wir werden uns von einer Horde Blondinen verwöhnen lassen. Vorausgesetzt, du vergeigst es nicht. Hey, ich weiß dein Vertrauen in mich zu schätzen, Jill. Aber in diesem Rennen geht es um mehr als eine schnelle Nummer. Vittore hat viel riskiert, als er sich für mich als Fahrer entschieden hat. Du darfst ihn nicht im Stich lassen, Sean. Habe ich nicht vor. Vittore hat im Moment ganz andere Probleme. Was denn? Zum Beispiel, dass jede Minute ein Krieg ausbrechen könnte. Liest du keine Zeitung? Nur den Sportteil. Diese verdammten Deutschen wollen kämpfen. Wenn sie ihren Willen bekommen, sind wir alle arbeitslos. Ist die Grenze. Fahr langsam und mach ein armloses Gesicht. Alles klar. Hätte ich bloß die Lederhose angezogen. Ich mein's ernst. Die Arschlöcher suchen nur einen Grund, um das Feuer zu eröffnen. Ich muss Ihre Papiere überprüfen. Alles in Ordnung. Bitte weitergehen. Wir sind fast da. Ich habe schon den Geruch von Benzin in der Nase. Beeilte du einfach die Strecke im Auge und gib Gas, mein Freund. Den Rest erledige ich.
Seit wann bist du mein Manager? Was ist so witzig? Ich musste nicht Mechaniker werden. Ich hätte alles machen können. Mein Lehrer sagte immer, Jules, diese Kinder sind alle dumm. Besonders dein Cousin Javier. Aber du nicht, Jules. Du bist klug und weißt dir zu helfen. Ich dachte, Veronique hätte das Hirn abgekriegt. Das hätte sie wohl gern. Was hat sie eigentlich gegen dich? Ich mache nichts richtig, wenn sie in der Nähe ist. Ah, nicht nur du. Veronique hat einfach ein Problem mit Männern. Wieso das? Irgendwann zeige ich dir das Kabarett meiner Familie in Paris. Veronique ist im Belle de Nuit aufgewachsen. Sagen wir mal, sie hatte eine untypische Kindheit. Klingt witzig. Du hast ja keine Ahnung, mein Freund. Cousin Javier, wo ist der Boss? Vittore wartet in der Bar am Ende der Straße auf dich. Lass den Laster hier bei uns. Ich treffe dich an der Bar. Die erste Runde geht auf mich. Schön, dass ihr auch mal vorbeischaut. Wir haben uns die Landschaft angesehen. Gab es Probleme? Nur die üblichen Groupies auf Autogrammjagd. Stoßen wir an auf das Team Morini und unseren Aurora. Auf Signor Morini, der mit einem zwielichtigen Typen wie mir einiges riskiert. Noch eine Runde für mich, Leute. Langsam schon. Du brauchst einen klaren Kopf. Dirke kam heute Morgen aus Berlin. Kurt Dirke? Ich dachte, der hätte aufgehört. Wenn man vom Teufel spricht. Guten Abend, Herr Morini. Es ist mir wie immer eine Freude, einen unserer italienischen Freunde in unserem Land begrüßen zu dürfen. Ich habe gerade meiner Bewunderung für General Mussolini Ausdruck verliehen. Er ist mit unserem Kanzler seelenverwandt. Ihr Land kann stolz sein, ein solches Staatsoberhaupt zu haben. Meine Leidenschaft ist der Rennsport. Für Politik bleibt da nur wenig Zeit. Manchmal gleicht die Politik einem Rennen. Nein. Es gibt einen Unterschied. Verzeihen Sie meine Unwissenheit, Herr Morini. Wir Deutschen sind ein einfaches Volk. Vielleicht möchten Sie uns aufklären? Das eine ist ein Hobby für reiche Arschlöcher, die ohne schicke Autos und alberne Uniform keine Frau flachlegen. The other is racing. Das muss der englische Mechaniker sein, der sich für einen Rennfahrer hält. Ich bin Ihre. Es wird spät. Wir machen für heute Schluss. Die Nacht ist noch jung, meine Dame. Bleiben Sie. Essen Sie mit mir. Mir schmeckt das deutsche Essen nicht. Das mag sein. Aber bald werden Sie auch in Ihrem Land die Vorzüge einer guten deutschen Bratwurst zu schätzen wissen. Der Bastard! Boss, schaff meine verrückte Schwester hier raus, bevor sie sich umbringt! Ich gehe nirgends hin! Los jetzt, ich bring sie nach oben! Du lässt uns alle schlecht aussehen! Ich hab ihren Tod! Ah, ich kann ihn nicht! Und bleib gefälligst unten! Ich glaube nicht, dass er dich hört. Was ist los mit dir? Er gewinnt! Schon! Der Bar
Barmann spricht mit der Polizei. Ich kümmere mich um Veronique. Ihr Jungs, seht zu, dass ihr verschwindet. Jules, machen wir uns dünn. Aber gern doch. Mist. Pass auf, du Blöder! Scheiße. Skylar? War das eine Anmache? Hallo, Sean. Hi, Jules. Merde. Wir unterhalten uns später. Im Moment brauchen wir nur dein Auto. So viel zum Thema Smalltalk. Fahr den Scheißwagen! Festhalten! Wie in alten Zeiten, was, Skylar? Das kann man wohl sagen. Wie lang warst du in der Stadt? Bin eben erst angekommen. Du hast ja nicht lange gebraucht, um die örtliche Polizei zu verärgern. Wen? Die Typen hinter uns? Die sind doch lächerlich. Willst du mich mit dieser Desperado-Nummer anmachen? Keine Ahnung, funktioniert's denn? Bist du bitte auf die verdammte Straße? Sie errichten vor euch Straßensperren. Dreh um, dann kannst du ihn durchs Netz schlüpfen. Hast du das in deiner englischen Nobelschule gelernt? Es geht nichts über eine solide. Hey, das war witzig. Wie wär's mit dem Schlummertrunk? Klar, ich verdurste. Ohne mich, ich will nicht das fünfte Rad am Wagen sein. Bring mich zurück zum Hotel. Geh ins Bett und mach nicht zu viel Krach. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Komm mit. Ich bring dich zur Hintertür rein. Ich hatte nichts anderes erwartet. Ah, schön, so eine kleine Spritztour. Da kommt das Blut in Wallung. Außer vielleicht ein 30 Jahre alter Single Malt McAaron? Das ist ja wie Weihnachten. Jill und ich hatten echt Glück, dass du durch den Schornstein reingeschneit bist. Weihnachten? Ich fürchte, ich war ein böses Mädchen. Ja, da bin ich mir sicher. Was ist nach diesem Wochenende in Monaco passiert? Du hast nie angerufen. Weil ich deine Nummer nicht hatte. Das ist keine Entschuldigung. Bist du immer noch hinter Jules kleiner Schwester her? Ziemlich langweilig, die Kleine. Ich glaube, ich bin nicht ihr Typ. Also... Bist du wegen des Rennens hier? Was soll ich sagen? Ich habe eine Schwäche für Männer in schnellen Autos. Ich war schon in ganz Europa bei den Rennen dabei. Mom und Dad sind deshalb natürlich schockiert. Ist besser als zu arbeiten. Weiß ich nicht. Wozu ist das denn? Zum Beine rasieren? Eine Frau sollte nie wehrlos sein. Irgendwann musst du mir erzählen, woher du diese Narben hast. Für eine Nacht haben wir genug geplaudert, Baby. Wo ist die Herzogin von York? Keine Ahnung. Als ich aufgewacht bin, war sie weg. Ich fühle mich irgendwie ausgenutzt. Oh, mir blutet das Herz. Komm schon, wir müssen zur Strecke. Spring rein, Jill. Thank you.
Mistkerl!